Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Club 4. Ich suche gerade ein Spiel, wo ich mitspielen kann, wovon ich auch ein Let's Play gestalten will. One hour later. Weiter later. So. Gucken wir mal, was noch offen ist. Also ist nur Deutschland offen. Warte mal, das Land ist schon besetzt. Polen, Kommunistische Russland, Kaukasus, Türkei, Ägypten, Libyen, Algerien, Marokko. Das ist ja schon besetzt. Warte, was soll ich spielen? Türkei. Ja, ich spiele Türkei. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Gut. Ich bin der Präsident von Türkei. Was wird mein Ziel sein? Also, Kaukasus ist noch nicht im Spiel. Mein Plan wird es sein, also nach Europa vorzustoßen und Rumänien und Jugoslawien zu erobern. Dann geschmeckt zumindest. Also, fangen wir mal an. Überall bauen wir erstmal Kasernen. So. Wie kein Gold. Na, diese blöde Reklame auch schon wieder. Gut. Bei Forschung mache ich das wie immer. Einmal Infanterie und einmal Panzerwagen. Gut. Was soll ich? Also, ich denke mal, eine Flak. Die Flaks kommen an die Kaukasusfront. Wo ist der Rest noch da? Ich denke, so drei Truppen überall reichen. Und die restlichen Armeen, die hier so sind. So. Kommen alle hier hin. Perfekt. Und die neuen Truppen, die ich hier in der Baracken bauen werde, werden auch hier auf die Kaukasusfront gebracht. Hier brauche ich erstmal noch keinen, weil hier ist eh nur Syrien und Irak. Und Saudi-Arabien. Das reicht auch erstmal. Ich könnte auch Griechenland angreifen erstmal und so nach Jugoslawien kommen. Ja, das mache ich auch. Gut. Das ist mein Plan. Rumänien, Großrumänien. Soll ich mit Rumänien ein Bündnis machen und einen Krieg gegen Jugoslawien? Was ist Level hat er? Spieler Level 40. Eieiei. In Jugoslawien Level 61. Gut. Also bin alle fast an dem Level als ich, das ist auch gut. Das ist auch perfekt. Naja, ich frag mal, ob er Lust hat. Oh, warte mal. Ja, ich rede mit ihm. Ich fange mal an, so. Hallo. Premierminister Franz Bert. Bert? Wie wäre es denn mit einem Bündnis gegen Jugoslawien. Send das mal hin. So. Alle Forschung ist zu Ende, dann gehen wir auf die Seeeinheiten, U-Boote, Forschung starten. Danach hier die Truppen ausbilden. Infanterie, Miliz. Oh, ich habe genug. Schön. Danach Gebäude. Und das hier. Boom. Ja, ich habe noch genug Geld. Schön. Also ich habe das hier mal erobern. Nee, brauche ich erstmal noch nicht. Und wenn ich mit Rumänien fertig bin, zum Beispiel Polen, eigentlich schon bin ich gegen durch Rumänien. Ah ja, das wäre fein. Na gut.
Eher wie es will. Mit meiner Politik. Soll ich diplomatisch oder? Ja, ich mach diplomatisch, hast du. Ich mach Bündnisse und so will ich das Spiel beenden. Ich könnte auch wieder mal Solo Rush machen, so dass ich alleine alles erobere, aber. Nee. Wenn ich jetzt hier die Stats angucke, sind viele gute Spieler dabei. 55. Ah, 52, also sie haben bessere Level als ich. Diplomatie, Großbritannien, 40, na gut, 39, aber bald 40. 51, südliche Staaten von Amerika, Schweden, na, Schweden ist auch, okay. Ein Anfänger, aber hat er auch keine Nachbarn. Italien heißt auch noch nicht im Spiel. Das russische Kaiserreich. 22. Aha. Weil ich noch nie gesehen habe, dass Kanada mal gewonnen hat. Das habe ich noch nie gesehen. Das sind 12. Also, wenn ich bedenke, wenn ich hier Frankreich, Jugoslawien, Rumänien, Deutschland und Großbritannien vernichtet habe, sind keine Feinde mehr da. Also die anderen sind nicht mehr so erfahren. Naja. Schon wie lange dauert das? Ah, das dauert 30 Minuten. Und wenn die Panzerwagen fertig sind, dann fahre ich sofort Fahrzeuge. Und ich mache wieder einen Panzerrush. So wie immer eigentlich. Ja. Die Truppen brauchen noch 17 Stunden, bis sie hier in Kolu angekommen sind. Ja. Ich weiß nicht, ich denke, ich will das wöchentlich eine Folge hochladen und ich werde noch ein anderes Spiel suchen, weil ich aufnehmen werde. Oder die Ideen könnt ihr in die Kommentare schreiben. Naja, das war's auch.